Erinnerung. Ja, wir haben heute Dienstag, den 28. Februar und ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit. Ich habe vor, so einen kleinen Rundumschlag zu machen. Die erste Station ist hinter mir, ist Fressnapf. Moment, seht ihr das? Da. Und ja, ich möchte eben zu Fressnapf rein, Nassfutter für mein Schätzchen holen. Dann muss ich unbedingt zu DM. Da brauche ich meine Nivea-Creme und meine Babywaschlappen. Und dann fiel mir eben ein, heute ist der 28. Februar. Das heißt, ich muss wahrscheinlich heute irgendwie zur Versicherung. Ich muss nämlich für meinen Roller ein neues Kennzeichen holen. Das ist immer am 1. März fällig. Das ist immer für ein Jahr. Ja, Versicherung wird jetzt auch nicht so der Burner, aber gut, nützt ja alles nichts. Ich sehe immer ein bisschen zerzaust aus, nicht wundern, aber ich bin halt Rollerfahrer, ne? Und muss halt den Helm auf und ab und auf und ab. Ja, ich bin gespannt, wie es heute klappt. Wir haben es mittags 11:30 rum, glaube ich, oder 11:45. Und ja, Fressnapf geht schnell, da gehe ich jetzt schnell rein und greife mir ein Nassfutter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal. Ich immer mit meiner dicken Skihose. Na gut, der Frühling kommt, wa? So, hier muss ich auch gar nicht weit reinlaufen oder so. Ich hole nämlich für mein Schätzchen von Real Nature diese kleinen schönen Dosen hier. Ja, die sind super. Da gibt es immer schön viel Auswahl. Hier Hirsch und jo. Ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Film, ihr kennt das ja. Deswegen mache ich auch mal aus. Ich greife mir jetzt hier 4-5 Dosen und dann geht es auch schon zur Kasse. Ich gebe es auch ein Beweisvideo von drin. Ja, ich habe Herzrasen, aber sonst geht's. Ein bisschen Schwindel. Aber Herzrasen und Schwindel hatte ich schon zu Hause, bevor ich überhaupt los bin. Ist halt so Standard, ne? Ja, ich habe jetzt hier 5 Dosen und geh mal zur Kasse und dann geht's weiter zu DM. So eine Kassensituation hätte ich immer gerne bei Lidl oder so, wo hier einfach nichts los ist. Auch das wäre so cool. Jo. Ich muss jetzt erstmal dezent auf den Verkäufer warten. Ja, wenn das immer so wäre bei Lidl oder Rewe, wie gesagt, wäre sehr geil. Ich allein an der Kasse. Boah, wäre das toll, ey. Das wäre so ein Traum. Ja, dann warte ich mal, bis mal jemand kommt, ne? Sonst muss ich mal jemand rufen. Ich kann ja jetzt nicht 3 Jahre stehen, ne? Jo. Das ist der Ausgang gleich. Herrlich. Naja, mal gucken, ob jetzt mal jemand kommt. Sonst muss ich jemanden holen. So, die erste Station habe ich geschafft. Fressnapf. Ich habe noch kurz mit der Kassiererin geschnackelt. Jo, war eigentlich ganz okay, aber wieso Fressnapf oder so? Ist natürlich auch nicht so problematisch, ne? Also Lidl und Co. ist eigentlich so am schlimmsten. So Geschäfte wie jetzt zum Beispiel auch so Teddy oder so, wenn ich da mal an der Kasse bin, das ist auch was anderes. Als jetzt wirklich so Lebensmittelläden, ne? Ja, keine Ahnung. Macht für mich auch nochmal einen Unterschied. Jetzt werde ich zu DM. Heute gab es, glaube ich, Kohle für die meisten. Und DM ist immer ziemlich, ziemlich voll bei uns am Hafen. Und ja, könnt mir vorstellen, da ist es wieder sauvoll und vor allem heute am 28. Oh mein Gott. Ja, nützt ja nichts, ne? Ich werde mal weiterfahren. Bis gleich. So, ich bin jetzt am Tempelhofer Hafen angekommen. Wir haben es jetzt kurz nach 12 mittags. Ja, so sieht es ja aus. Das ist, also das ganze Gebäude ist, wie gesagt, ja, das ist halt wie so ein kleines Einkaufszentrum, sage ich mal so. Und hier geht es weiter, also das ganze Gebäude im Grunde, ne? Genau. Und hier unten ist dann DM und ich fahre von hinten einfach hier den Weg bis hierhin, weil ja, sonst hätte ich hinten parken müssen und wäre dann bis nach vorne gelaufen. Hätte ich auch machen können, aber wollte ich nicht. Ich gehe zu DM rein und mal gucken, das wird bestimmt voll sein. Und ja, gucken wir mal, ne?
Ich lasse die Kamera mal an, so weit wie es immer geht. Da steht jemand, muss ich immer aufpassen, dass ich die Bratzen nicht filme. So. Aber gut, es ist mittags. Mal gucken, so voll dürfte das nicht sein, aber hier ist immer voll. Aber es geht gerade. Naja, nützt ja nichts, ne? Ich brauche Creme und so. Ja. Tadam. So sieht es denn hier aus. Ich kann nicht so in die Menschenmasse filmen, ihr kennt das ja. Dann würde ich sagen, hüpfe ich mal rein. So, ich bin jetzt drin, wie ihr seht. Tadam. Und werde mal gucken. Werde jetzt schnell ein paar Sachen greifen. Die Kasse ist voll. Ja. Mal gucken, ich muss ein bisschen aufpassen. Und ja, ihr kennt das ja, ich kann immer nicht so filmen drin. Ich versuche ja immer mein Bestes, ihr kennt mich ja, ich bin da ja ganz schön frech. Ich greife jetzt mal ein paar Sachen. Hier stehen noch überall Leute. Und melde mich gleich nochmal. Überall Menschen, ich krieg ein Horn. Ey. Die Kasse ist auch mal wieder voll, wie ihr seht. Oh, gruselig. Und überall sind Menschen. Meine Güte, ey. Der DM ist echt immer gruselig. Ich sag's euch. Da kann man eben auch nicht so filmen. Ne? Und das möchte ich aber für euch. Und wenn jetzt wieder irgendwelche Schlauberger sagen, oh, das darf man nicht, wisst ihr was? Arschlecken. So, die hole ich immer, kann ich nur empfehlen. Ich bin sehr, sehr empfindlich mit meinem Gesicht. Und damit mache ich mir morgens mein Gesicht. Und das ist echt richtig cool. Ich bin draußen. Also draußen aus dem DM und gehe jetzt aber auch hier raus, weil war ja dann doch ziemlich voll. Aber also da war eine riesen Schlange. Und ich habe mich einfach, weil ich habe dann gehört, dass sie den Knopf gedrückt hat, damit eine zweite Kasse aufmacht. Da habe ich dann einfach meine Sachen gleich aufs Band gelegt. Und weil ich hätte mich da jetzt ungern angestellt. Es war so eine riesen Schlange. Und so schön mit Panorama im Hintergrund. Gut, die Sonne kommt ein bisschen. Ja, ich schwitze wie eine Sau. Ich hatte an der Kasse schon wieder mal voll die Ballung. Und ey, die Sonne kommt. Ist das nicht schön? Ja, dann habe ich das auch geschafft. Habe jetzt wieder meinen Kram von DM. So Creme und so. Oh, ich sonne mich jetzt. Ja, hier ist mein Tütchen. Und ja, wie gesagt, eigentlich müsste ich zur Versicherung und mein Kennzeichen holen. Werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Das nützt ja alles nichts, weil morgen darf ich schon gar nicht mehr fahren mit dem Kennzeichen, was jetzt dran ist. Deswegen, also muss ich das wohl irgendwie machen. Boah, das sind auch immer nicht so Sachen, die der Burner sind, so für mich, ne, da irgendwie sitzen. Aber jetzt ist vielleicht noch gut, weil heute Nachmittag werden alle da bei der Hook antanzen und sich ein Kennzeichen holen. Ja, gut. Da werde ich mal gucken, wie ich das mache, weil ich wollte vielleicht noch versuchen, bei Rewe ranzufahren. Ich guck mal. Ich schmeiße ja die Kamera an. Also, bis gleich. Lustig, wie die Leute immer gucken. Naja, ich mache ja auch immer irgendwie irgendeinen Quatsch, ne? Aber nützt ja nichts. Ich mache halt YouTube, da muss das sein. Ey, das Wetter wird mal richtig geil. Guckt mal. Voll schön. Ich fahre gerade den Berg hoch mit meiner Daisy. So. Und nun geht's weiter. Ich würde sagen,
vor Versicherung. Das nützt ja alles nicht. Hier bin ich. Kuckuck. Bis gleich. Ja, das war wohl nichts. Ich war jetzt bei der Ruck drin. Die ist hinter mir. Und da wurde mir jetzt gesagt, dass Rollerversicherungen ab dieses Jahr nur noch für Bestandskunden ist. So viel laufen, würde ich mal sagen. Jetzt muss ich halt gucken, wo ich ein Roller-Kennzeichen herbekomme. Keine Ahnung, wo ich jetzt noch irgendwie eine Versicherung... Naja, irgendwo kriege ich schon eins her. Hier sind irrsinnig laut. Berlin halt, wa? Ich meine, schaut mal, ne? Es ist halt... Ja. Ich bin jetzt mitten auf dem Tempelhofer Damm, da ist es irrsinnig laut. Wir haben hier hinter mir die Stadtautobahn. Ja, ich werde mal weiterfahren und gucken, wo ich mein Rollerchen jetzt versichere. Ne? Nützt ja nichts. Alles ein bisschen stressig, ja? Ich war jetzt bei der Dekra oder weiß ich nicht, irgendeine Versicherung. Die machen ja nichts mit Roller, nur Autos. Ich gehe mal ein bisschen in der Sonne. Jetzt war ich hinter mir bei ATU, weil die vertreiben diese Roller, den ich auch habe. Das Problem ist, die haben eine Kooperation mit, ich glaube auch mit Dekra oder mit, was haben sie gesagt, wann ist das windig? Und da kostet die Versicherung normale Haftpflicht, die ich ja immer nehme, das reicht mir, dieses Jahr 56 Euro. Das ist richtig teuer. Bei der Hook habe ich nämlich gefragt, was es dieses Jahr kostet. Das hätte bei der Hook irgendwie 39 Euro gekostet, ganz ehrlich. Also das ist ja dann doch schon ein Unterschied, ne? Und von dem her habe ich erstmal gesagt, nö, weil 56 Euro ist teuer. Ich fahre ja schon jahrelang Roller und versichere meinen Roller jedes Jahr. Ich habe noch nie 56 Euro bezahlt, glaube ich. Nö, weil wie gesagt, bei der Hook haben sie mir ja gesagt, dieses Jahr 36 Euro oder so. Nö, muss ich mal gucken. Ich werde jetzt gleich mal einen Bekannten anschreiben, wo ich noch hin könnte. Ich muss ja irgendwie meinen Roller versichern, Mann. Ich bin jetzt schon ewig unterwegs hier. Gut, ich guck mal. Bis gleich. So, ich hocke hier immer noch vor der ATU, vom ATU. Ich habe jetzt mal gegoogelt. Also ich finde jetzt hier irgendwie auf die Schnelle nichts, wo ich hin könnte, meinen Roller versichern. Das ist unglaublich. Wobei kommt auch keine Birke 56 Euro auszugeben. Finde ich ein bisschen teuer. Aber ich würde sagen, ich fahre erstmal gleich weiter. Mir wird ziemlich kalt. Wir haben es unglaublich windig. Und jetzt wird morgen langsam ein bisschen kalt. Bin ja schon eine Weile draußen auf dem Roller unterwegs. Vielleicht fahre ich noch schnell und lebe. Das weiß ich noch nicht. Und dann fahre ich erstmal nach Hause. Und dann, glaube ich, werde ich zu Hause in Ruhe gucken und googeln, wo ich meinen Roller versichern könnte. Und ja, werde das dann halt wohl doch morgen erledigen. Nur morgen ist schwierig. Morgen darf ich eigentlich nicht mehr fahren mit dem Kennzeichen. Ne? Das ist immer ein bisschen problematisch. Ja, ich muss mal gucken. Ihr könnt natürlich jetzt bei ATU ein Schild holen. Wäre die Ruhe. Aber 56 Euro. Ihr geizt ja mal ein bisschen rum. Kinder, sieht mach mal aus. Das ist total windig. Meld mich. So, Leute, ich bin angefroren. Ich kann kaum labern. Mir friert irgendwie die Fresse ein. Mir ist jetzt tierisch kalt. Ich bin jetzt noch in Rewe gegangen. Ich bin jetzt schon über eine Stunde unterwegs. Ich gehe jetzt noch in Rewe rein und besorge 2, 3, 4 Teilchen. Und dann werde ich erstmal nach Hause, weil mir ist echt arschkalt. Und ja. Und dann muss ich zu Hause mal gucken, was ich dann so mache mit Versicherung. Ich denke, ich muss dann heute noch mal los. Aber ich google zu Hause erstmal im Warm und in Ruhe, wo ich dann eine Versicherung herbekomme. Ne? Also ich gehe mal rein, Schaka. Ja, die Kasse ist voll. So richtig voll. Naja, ist ja irgendwie immer so. Wenn ich einkaufen gehe, muss überall voll sein. Hier ist voll alles. Ich überlege gerade dezent, was ich wollte. Könnt ihr das? Bei Rewe, mein Quark. Natürlich mein Quark. Ja, sonst brauche ich eigentlich nichts weiter. Gucken wir mal, ne? Mir ist so kalt, ey. Boah. Kassen waren voll.
Und es hat dann wieder eine Kasse aufgemacht, als ich rein bin. War mir klar, ich war dann also gleich die Erste an der Kasse. Mein Glück. Was ist so windig? Hilfe! Ja, jetzt werde ich, glaube ich, erstmal nach Hause fahren. Und genau. Ja, kleinen Einkauf gestartet. Chips. Ja, es ging jetzt, weil, wie gesagt, ich musste auch nicht an der Kasse stehen oder so. Ich war gleich die Erste. Aber hinter mir hat sich das dann schön, ja, gestapelt sozusagen. Oh, Bibi ist ganz aufgeregt. Die Mami kommt doch nach Hause. Hallo. Die Mama hat dir was mitgebracht. Ja? Hast du geheiert? Oh. Ja, wir sind jetzt drin. Also ich. Und Baby freut sich. Ja, mein Schatz. Mama hat dir was mitgebracht. Ja? Wollen wir mal gucken? Du weißt ja immer, dass die Mama dir was mitbringt, ne? Ja, wollen wir gucken? Ja. Mein Baby, der freut sich. Ach, komm mal her, mein Schatz. Ja. Oh, ja. Ja, ich sehe aus wie ein zerzaustes Hühnchen. Helm rauf, Helm runter. Ich bin gerade rein. Und zuerst bekommt aber mein Baby Aufmerksamkeit. Nee? Hier ist mein Schätzchen. Ja, und ich zeige euch jetzt noch schnell, was ich gekauft habe. Und dann beende ich das Video. Bis gleich. Ich dachte, ich hänge wieder einen kleinen Haul dran. Ich war ja im Rewe bei Fressnapf und DM. Ich habe mir einmal Chips mitgenommen von Rewe. So für abends, wenn ich Serie gucke, kann man das mal machen. Dann wieder dreimal diese Beefsticks für Schatzi. Dann hat die Mami noch das mitgenommen. Da bekommt er jetzt auch ein. Gucke mal. Ja? Gucke mal. So, ich habe die mal aufgemacht. Gucke mal. Oh ja, da zieht er schon von dann. Ja, machen wir hier weiter. Genau. Und dann eigentlich nichts Großartiges mehr. Einmal Lasagne. Und dann wieder mein Quark. Den kennt ihr schon von mir. Da habe ich gleich 4 mitgenommen, weil den gibt es nicht immer. Und der geht bei mir, ja, esse ich jeden Tag eins eigentlich. Ich mag das total gern. Und den liebe ich zurzeit auch total, den Gurkenquark. Mit Kartoffeln. Und das war's aus dem Rewe. Genau. So. Beiseite schieben hier. Ist ein bisschen doof ohne Stativ und so. Dann war ich im DM und habe mir ja hier meine Waschlappen mitgenommen. Meine Creme, die muss immer im Haus sein, sonst werde ich wahnsinnig. Dann habe ich mir, ich habe das aus dem Augenwinkel gesehen, als ich zur Kasse gegangen bin, Küchenseife. Jo, fand ich jetzt meins interessant. Packe ich mir hier in die Küche. Dann einmal Slip-Einlagen. Oh, die finde ich so klasse. Der Duft, der ist wirklich, der Duft riecht, es riecht wirklich klasse, wie Weichspüler. Also ganz frisch irgendwie, ganz toll. Ich mag das. So. Ja, auch Slip-Einlagen braucht die Frau, ne? Nützt ja nichts. So. Dann habe ich aus dem Fressnapf mein Real Nature. Das mag ich total gern. Also mein Hund. Weil, ja, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten, ja, wie sagt man, genau, Gerichte oder weiß ich. Hier scharf mit Huhn. Ist ja gut, mein Schätzchen, langsam, hast wieder so schnell gegessen, ne? So, und zu guter Letzt habe ich mir Weichspüler mitgenommen, gleich zweimal, obwohl der ein bisschen teurer ist. Der kostet 1,79, aber der ist neu und riecht echt gut. Da habe ich mir gleich 2 mitgenommen. Einmal in lila und einmal den. Weichspüler braucht man immer. Also, ja. Das waren die Sachen, die ich gekauft habe.
Ja, und ich habe Post bekommen von Ali, glaube ich. Ich kann ja mal eben gucken, was das ist. Dann kann ich euch das sonst mal zeigen. Ah, wie geil, ich freue mich. Meine Silikonformen sind gekommen. Und zwar habe ich mir hier nochmal ein Einhorn bestellt. Das sieht man jetzt irgendwie gar nicht, ne? Hier kann man es jetzt sehen. Ihr kennt ja die Einhörner. Weil ich habe nur eins. Dann habe ich hier so eine, na, Note. Notenschlüssel oder so. Ihr wisst schon. Das ist natürlich auch sehr filigranes Teil. Mal gucken. Dann habe ich hier so ein, ja, Bambichen. Hier habe ich so einen Schlüssel. Und hier, das ist so ein Set. Da sind 12 Stück drin, so verschiedene. Finde ich richtig geil. Da freue ich mich. Ja, seht ihr mal, wenn ich die gieße. Oder ich mache vielleicht noch mal extra ein Ali-Haul. Ich werde mal gucken. So, das war's. Und jetzt muss ich weitermachen. Meine Mama hat gerade angerufen, habe ich auf dem AB gehört. Jetzt muss ich meine Mama erstmal schnell zurückrufen. Und dann geht's weiter. Ich muss mich ja noch um die Versicherung kümmern. Also, das war mein Video für heute. Ja, ich war, wie gesagt, bei ATU, bei der Dekra, bei Hook, bei DM und bei Rewe. Ja, cool. Ich bin stolz. Das lief einigermaßen. Also es ist nicht komplett, wie es eben bei anderen Menschen vielleicht läuft, aber ich bin für heute eigentlich doch relativ stolz. Also bis dann. Ciao. Da bin ich doch noch mal. Ich hatte ja heute ein bisschen gedreht. Ich war ja unterwegs, so ein bisschen einkaufen und so. Und ja, habe ja noch einen kleinen Food Haul gedreht. Oder ja, DM, Rewe Haul. Und hatte jetzt mit meiner Mama eine Stunde telefoniert. Und jetzt bin ich wieder los. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen geguckt wegen Versicherung. Ich werde es wahrscheinlich doch über die ATU machen. Und habe heute aber keinen Bock, da nochmal hinzufahren. Das ist so irrsinnig windig. Und deswegen werde ich dann wahrscheinlich morgen zur ATU fahren. Das ist nicht so weit von mir, weil eigentlich darf man ja morgen nicht mehr fahren. Aber die drücken da dann nochmal ein Auge zu, falls jetzt da die Bullen kommen. Weil es ist eine ganz kurze Strecke und dann schraube ich mein Schild dran und dann ist gut. Ja. Ich dachte, ich mache nochmal ein kurzes Video. Ich bin nämlich jetzt mit Schatzi rausgegangen. Ich kam so in den letzten Tagen auch ein bisschen kurz, weil es mir halt nicht gut ging. Aber ja, dann machen wir das jetzt auch nochmal. Ich habe hier den Ball mit. Mein Schatzi wartet schon, bis wir den werfen. Oder die Mami. Hier. Und ja, mache ich nochmal so ein kleines Video von uns draußen. Und jetzt habe ich ein Mützchen auf und Kapuze, weil ja windig und so. Und ja, genau. Dann werde ich mal jetzt hier mit der Kamera, mit dem Handy durch die Gegend laufen. Ja, gerade kommt wieder die Sonne. Wir haben ja total mega Aprilwetter. Also es ist grau, dann ist wieder die Sonne da, wie jetzt. Oh, Sonne. Und ja, nachher werde ich das Video zusammenschnippeln. Das sind ja zig Einzelteile. Und dann lade ich das hoch. Aber ich glaube, wir haben es jetzt Nachmittag um 3. Ja. 11:30 oder 12 bin ich ja heute los. Und ja, fühle mich ein bisschen stolz, weil heute war so, ja, nach längerem mal so ein Tag, wo es einigermaßen war. Außer Freitag. Freitagabend war ich ja spontan im Action. Das war auch so ein schönes Erfolgserlebnis. Aber ja, so Action oder mal Teddy oder so ist für mich kassentechnisch zumindest noch mal ein bisschen was anderes als eben so Lebensmittelmärkte, warum auch immer. Ja. Gut, mir schimmelt gleich mal dezent der Arm ab. Und mein Schatzi will spielen, also spielen wir mal eine Runde. Soll ich mal mit dem Balli werfen? Guck mal. Ui. Und los. Mein Springer. Ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, ein bisschen laufen, dazwischen immer mal Ball werfen,
Also wir laufen immer so ein bisschen von einer Wiese zur nächsten. Ja, weil er will ja Ball spielen. Ja, machst du jetzt die Welle, ja? Machst du Körnel? Ja, ja, genau. Das macht er auch immer gern. Dass er will, dass ich den Ball werfe und dann komme ich ganz nah und dann klaut er den. Schatzi, warte, komm, Mami macht. Komm, Mami macht, warte bitte. Aus. So, komm hier. Komm hier. Nein, Mami macht, ja? So. Er ist immer so ungeduldig, ne? Ihr seht schon, guck mal. Ne, er will den schon immer auf den Stab rauf. Guck, was der immer für ein Drama macht. Und los. Ja, ihr seht, der Himmel ist blau. Aber dann gibt es auch immer mal so graue Stellen wie hier, was einen Draht mal wieder die Sonne nimmt. Ja. Und zeig mal, wie du springen kannst. Warte, warte, bleib, bleib und bleib. Mein kleiner Springer. Gut, wir werden mal ein bisschen weiterlaufen. Ja, Schatzi? Wir laufen jetzt mal hier in den kleinen Park rein. Da sind wir öfter, da gehe ich ganz gern mal hin. Weil hier so an der Straße jetzt ist doof. Ist ja eine große Hauptstraße. Der Boden ist ganz schleimig, schlammig hier. Guckt mal, das ist ja ekelhaft. Komm schnell, Schatzi. Oh, jetzt ist die Sonne wieder weg. Das ist ja halt ein Hickhack mit der Sonne. Wie der immer läuft. Ich bin so verliebt, ey. Der mit dem kleinen Arschi wackelt. Ach, der ist so süß, ey. Unfassbar süß, dieser Hund. Einfach traumhaft. Voll in love bin ich. Kleiner Arschwackler, ey. Schatzi, wollen wir Wiese gehen hier? Oder andere Wiese? Hier Wiese gehen? Wir gehen mal hier rauf auf die Wiese, ein bisschen Balli spielen, ne? Der ist so süß, ey. Wie der läuft. Guck mal, wie klein der ist. Oh, mein Hasebärchen. Ja. Komm, Mami macht. So, mein Schatz. Hallo. So, und los! Diese Dinger sind unglaublich praktisch. Erstens kann man damit gut werfen und man muss sich nicht ständig bücken und man muss diesen schmalzigen Ball nicht anfassen. Wir gehen meistens aber mit einem kleinen Ball raus, weil diese normalen Tennisbälle, die finde ich ein bisschen zu groß für ihn. Da gibt es so kleinere Tennisbälle, die haben wir. Den großen haben wir jetzt nur einmal für dieses Teil. Weil ich finde ihn halt ja für so ein kleines Schnütchen ein bisschen zu groß. Und wenn wir mit den Kleinen gehen, dann muss die Mama immer einen Bückling machen. Ne? Nützt ja nichts. Ne, mein Schätzchen. Ja, Pause schon oder was? Hm? Ja, komm, Mami, mach aus. Nö, denkt er gleich, jetzt ärgert er mich wieder. Das ist aber auch ein Honk manchmal. Wird die Mami machen? Komm her. Er mag das auch irgendwie lieber, wenn ich es mit der Hand mache, habe ich das Gefühl. Oh, und guckt. Ja, was denn nun? Ja, wir sind jetzt hier in diesem kleinen Park, sage ich es jetzt mal. Park kann man eigentlich auch nicht sagen. Ja, so ein Busy halt. Der Himmel sieht heute echt äußerst interessant aus. So, mein Schätzchen, soll die Mami deinen Ball werfen? Ja, ne? Ui, komm, Mama macht. Ja, ich rede immer so mit meinem Hund. Ist halt so. Das wird auch niemand ändern. Und los. Jetzt springt er bestimmt. Ach, Mäuschen, jetzt ist er fast auf den Kopf gefallen. Du solltest doch hüppeln. Oh, das ist so schön in der Sonne. Ich sag's euch. Ich bleibe jetzt mal dezent hier in der Sonne stehen.
Und genieß mal kurz die Wärme. Oh, ist echt schön. Da ist die Sonne. Aber ihr seht, auch die fette Wolke da. Ja, wir haben so richtig Aprilwetter irgendwie. Mäuschen, nee, deine Spielchen sind immer doof, ja? Guck mal. Das ist so ein Affe. Nee, den kann die Mami auch nicht werfen. Ja, er kommt schon. Mami soll ja werfen, ne? Oder auch nicht. Der mag das mit dem Stab nicht. Mit der Hand lässt er mich meistens dann ran. Ja, sag ich ja. Nö. Komm her, Mami, mach aus. Das ist ein Onkel. Du bist ja ein Blödmann. Den kann die Mami nicht werfen. Nö, ich will mit dem Stab. Komm, Mama macht. Nein. Das ist ein Spinner, ne? Ja, der macht Pause. Pause, ja? Er spielt gerade hier, macht Faxen mit mir. Na komm her, der macht Mama mit der Hand. Ja, die Mama mal ganz schmutzige Hände, Mensch. Komm her, Schatzi, schnell, los! Ja, Munchina! Ja, die Mami sitzt gerade auf der Wiese. Wenn die Sonne scheint, ist es wunderschön heute, aber der Arsch ist kalt. Denn wir haben ja nun noch Winter, ne? Ist ein bisschen frisch am Arschi. Ja, aber es ist wirklich traumhaft. Die Sonne scheint. Oh, was will man mehr? So herrlich, oder? Blauer Himmel. Jetzt meckert er gleich, wenn ich nicht werfe. Na, mecker schon. Warte. Na, was denn? Ja, ich sehe den Ball. Wundert mich, dass er noch nicht meckert. Geht eigentlich schneller. Der ist da sehr ungeduldig. Ich bin auf den Ball statt. Na, was denn? Ne? Ja, meckerst du jetzt? Hm? Schön siehst du aus. Hm? Überall wieder irgendwie Natur zu hängen. Ja, die Mami macht doch. Komm. Er ist total der Ballschanki. Also